Hey, herzlich willkommen da draußen. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Ich habe dir ein Thema mitgebracht, was mir in den letzten Wochen, ja, vor allem in Streitsituationen mit geliebten Menschen oft durch den Kopf gekommen ist. Und zwar lautet das Thema heute der Irre in uns. Der Irre oder vielleicht auch die Irre in uns, je nachdem, ob du gerade männlich oder weiblich bist, wenn du hier zuhörst. Und was es mit diesem Irren auf sich hat, der in uns lebt und was ich darunter verstehe, das erkläre ich dir in der jetzigen Folge. Viel Spaß. Ja, cool, dass du dran geblieben bist. Der Name der Folge ist erstmal ein bisschen verwirrend vielleicht, wenn man hört so der Irre in uns, oder vielleicht hast du sogar ein Bild, was es bedeutet, der Irre, die Irre in uns zu sein oder zu haben. Mir wurde das Bild, oder ich habe das Bild das erste Mal vor, ich glaube jetzt so 5 Jahren war das mal, in einem Seminar bekommen. Und da hatte der Seminarleiter gesagt, was ich sehr, sehr spannend fand: Jeder hat einen Irren von uns in sich. Das habe ich erst nicht verstanden, was meint er denn? Also na klar, habe ich es irgendwie verstanden, dass wir alle mal verrückte Sachen tun, aber was genau meint er mit diesen Irren? Und dann hat er an diese Flipchart dort von, das war ganz lustig, hat er einen Menschen gezeichnet und dann hat er ganz unten so eine kleine Zelle gezeichnet und in dieser Zelle war halt noch ein Männchen drin und das war der sogenannte Irre in uns. Und ja, was bedeutet das nun, der Irre in uns? Der Irre in uns, der kommt immer dann zum Vorschein, wenn wir eine Art Überreaktion erleben. Also das ist ein Teil in uns, der uns eigentlich versucht zu beschützen. Das finde ich einen sehr spannenden Aspekt, auf den wir dann später noch genauer eingehen. Aber eigentlich ist der Irre in uns jemand, der uns beschützt. Jemand, der unser Bestes will. Aber nach außen hin wirkt er einfach irre. Und lass es uns an einem einfachen Beispiel durchgehen. Du, nimm mir das Lieblingsbeispiel in Beziehungen. Du machst vielleicht gerade was, bist vielleicht sogar so schon ein bisschen gestresst vom Tag oder dir wird alles zu viel und dann kommt dein Partner, deine Partnerin rein und will was von dir, aber will das halt auf eine Weise, wo du dich, ja, sagen wir es, angegriffen fühlst oder nicht gesehen fühlst und auf einmal platzt es aus dir raus: Lass mich in Ruhe, was willst du schon wieder, geh raus. Und das sind die harmlosen Wörter. Du kennst es selber, dass es dann auch vielleicht Wörter gibt, die ja wo vielleicht unter der Gürtellinie sind oder Wörter, die man einfach einem Menschen gegenüber einfach nicht sagen sollte. Und diese Worte kommen von dem Irren in uns. Das ist dieser Moment, wo du dir einfach nicht anders zu helfen weißt, beziehungsweise das ist dann halt einfach, wo der Irre einfach ausbricht in dem Moment, wo du dir nicht anders zu helfen weißt, okay? Und ich würde den Irren gern mit dir einfach noch ein bisschen genauer beleuchten, weil ich ja gerade gesagt habe schon, dass der eigentlich unser bester Verbündeter ist, der nämlich was beschützt, was in uns ist. Und das ist meist ein sehr verletzlicher, ein sehr, sehr sensibler Teil in uns. Und das sind wir sprechen hier von Mustern aus der Kindheit, die wir uns angeeignet haben in einer Zeit, da hatten wir noch kein bewusstes Denken über die Informationen, die wir aus unserer Umwelt aufgenommen haben. Und ja, sorry hier mit diesem Schnupfen, ich habe ein bisschen Schnupfen, aber ich hoffe, es geht. Genau. Und diese Informationen, die wir in dieser Zeit aufgenommen haben, gehen halt einfach ungefiltert in unser Unterbewusstsein rein und sind in den seltensten Fällen unsere eigenen sehr, sehr bewusst ausgewählten Glaubenssätze, die wir über die Welt und über das Leben haben. Und in diesen Glaubenssätzen, die eigentlich unser Fundament, unsere Basis sind, dessen, wer wir sind, was uns ausmacht, stecken halt einfach Informationen anderer Menschen, in erster Linie natürlich von unseren Eltern. Und wenn diese Glaubenssätze, nenne ich sie einfach, von außen, aus irgendeinem Grund, in Frage gestellt werden, fangen wir an, sie zu verteidigen. Wir fangen sie an, sie fast bis aufs Blut zu verteidigen. Also in meinen Augen ist das sogar der Grund, warum da draußen Kriege geführt werden, weil wir sie versuchen, bis aufs Blut zu verteidigen, weil sie im Endeffekt unsere Identität, unsere persönliche Identität darstellen, dass wir, du hast es vielleicht schon mal gehört, zu 90 oder zu 80%, dann ist auch egal, die Prozentzahlen, aber zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz handeln wir aus unseren unterbewussten Programmen heraus. Nur 5 oder 10% sind wirklich bewusste Wahrnehmung und bewusste Reaktion, weil hier kommt das Spannende. Wenn du wirklich bewusst wärst, wenn du wirklich präsent wärst,
dann könntest du ganz normal auf eine Frage oder auf vielleicht sogar auf einen Angriff von außen relativ ruhig antworten und sagen, nein, das möchte ich nicht oder ja, das möchte ich, weil du dann völlig präsent bist. Aber wenn du eben nicht präsent bist, dann schaltet das Unterbewusstsein sich ein und knallt raus, nur um diesen Glauben im Endeffekt zu verteidigen und sich dann selber, um im Endeffekt seine Identität, das ist ein, also ich sag's mal ein bisschen pathetisch, das ist ein Überlebenskampf, der hier herrscht. Ein wirklicher Überlebenskampf. Manche sagen auch, dass das das Ego ist, was dann sterben muss. Ich finde das immer sehr, weil das Ego ist ein spannender Begriff. In meinen Augen ist es einfach die Berechtigung unseres Daseins in Form eben dieser in uns hineingeladenen Glaubenssätze. Und ja, die verteidigt halt dieser Irre. Und der Irre macht das wirklich, und deswegen nennen wir ihn halt Irre, weil er das auf einer Ebene macht, wofür normale Menschen einfach weggesperrt werden, weil es vielleicht brutal ist, in erster Linie mit Worten, aber der Irre kann genauso ausbrechen in unserem Geist und uns dann zu Taten verleiten, die man nicht tun sollte. Also du weißt natürlich, wovon ich spreche, ob das irgendwelche Verbrechen sind, die auf dieser Welt stattfinden, ob das die Kriege sind oder ob es vielleicht wirklich nur, in Anführungszeichen, nur psychischer Missbrauch ist. Aber dieser Irre, der hat einfach auch eine irre Macht. Der hat eine irre Macht. Und das ist auch eine sehr vitale Power, wenn wir sie zu nutzen wissen. Und vor allen Dingen, wenn wir es lernen, mit diesem Irren, ja, sagen wir, zusammenzuspielen oder Hand in Hand zu gehen. Und darauf möchte ich jetzt einfach kurz eingehen, welche Möglichkeiten es gibt, diesen, ja, irren Teil an die Hand zu nehmen und ihn dann nicht mehr zu einem Irren oder zu der Irren zu machen, sondern ihn als eine Art Beschützer zu nehmen und wir nennen es ihn so ein bisschen wie so ein Türsteher auch des Unterbewusstseins, der einfach sagt, nein, das ist mein Glaube und so soll das sein. Und wenn wir diesen Türsteher, diesen Irren einfach ganz liebevoll mal an die Hand nehmen und sagen, und dazu braucht es Präsenz, also da kommen wir gleich nochmal zu, aber um diesen Akt, jemand an die Hand zu nehmen, dazu braucht es einfach Präsenz. Und wenn du ihn dann halt an die Hand nehmen kannst und sagst, hey, lieber Irrer Martin Türsteher oder dein Name halt, mach doch erst mal auf. Mach doch erst mal auf und guck, ob dieser Glaubenssatz oder ob dies, was dir gerade angeboten wird, nicht vielleicht sogar dienlich und hilfreich für dich und dein System sein kann. Vielleicht kommt ja gerade eine Information, die deiner Gesundheit dient. Weil der Irre bricht auch aus, wenn uns jemand einen klugen Ratschlag gibt, wie wir vielleicht unsere Ernährungsgewohnheiten zu verändern haben und dann so, kümmere dich doch um dich und Und da verteidigt der Irre halt wieder genau unseren Glaubenssatz, nämlich wie ich mich ernähre. Und wenn ich mich so ernähre, dann ist es ja falsch und ich will aber nicht falsch sein. Deswegen, Irre, bitte bring den anderen Menschen von mir weg. Und das schafft er dann meist auch gut in dieser Art und Weise, wie er sich halt ausdrückt. Und diesen Irren, die Irre, an der Stelle, wenn du es schaffst, und dazu braucht es eben diese Präsenz, und diese Präsenz, die geschieht durch in den Moment kommen, in den Moment atmen, da sein, fühlen, gucken, was in dir abgeht, und dann so dir innerlich sagen, hey, vielleicht meint der andere ja auch nur gut. Das finde ich sehr, sehr spannend, dass sehr, sehr häufig der Irre auch auftaucht, wenn jemand anders uns einen wohlgemeinten Ratschlag geben will. Und ja, wir wollen nicht immer Ratschläge hören. Ja, kennst das, Ratschläge sind Schläge. Aber manchmal ist es wirklich eine Information, die uns dienen könnte, die wir da ablehnen. Oder ein ganz lieb gemeintes Hilfsangebot, vielleicht sogar von deiner Mutter oder deiner Schwiegermutter. Und dann denkst du dir, ja, von meiner Mutter oder von meiner Schwiegermutter lasse ich mir schon gleich gar nichts sagen. Und dabei ist es nur wirklich lieb gemeint. Und ja, an dieser Stelle wirklich die Einladung, wenn du merkst, da bricht gerade wieder irgendwas aus dir raus, was nicht rational ist. Das ist einfach nicht rational, weil es Programme aus dem Unterbewusstsein sind, die dann noch mit, ich sage jetzt mal, diesen Stammhirn-Emotionen, jetzt nicht Stammhirn-Emotionen, aber diesen Stammhirn-Reflexen, nämlich dieses Kampf-, Fight- und Flight-Modus verbunden sind, nämlich entweder ich kämpfe jetzt oder ich ziehe mich zurück. Und das ist eben keine rationale Sache, die dann in deinem Gehirn stattfindet, sondern ist wirklich was sehr Irrationales, was sehr Altes vor allen Dingen. Und es ist nicht so,
dass du darauf dann, wie schon gesagt, darauf beschränkt bist oder dass das für immer so bleiben muss. Doch die Kunst ist es eben mit Bewusstsein, mit Achtsamkeit, diesen Türsteher, diesen Irren einfach an die Hand zu nehmen und zu merken, sollte irgendwie ein Angriff auf deine Burg des Unterbewusstseins von außen kommen, einfach erstmal zu gucken, ist es überhaupt ein Angriff? Was will der andere? Was will die andere? Was will der mir eigentlich gerade sagen? Und habe ich vielleicht eine Möglichkeit, diesen neuen Glaubenssatz oder diese neuen Gedanken einfach in meine Realität einzunehmen, vielleicht sogar den alten dadurch zu verabschieden, der mit vielleicht ungesunden Verhaltensmustern in Zusammenhang steht, ja? Und also in meinen Augen ist wirklich die beste und einfachste Möglichkeit, diesen bewussten Raum zu eröffnen, einfach Meditation. Und Meditation kann ganz viele Formen haben. Ich will da jetzt gar nicht zu tief drauf eingehen, aber die einfachste Form ist, wenn du merkst, jetzt kommt's, jetzt kurz vorm Ausbruch steht's, den Atem zu kriegen. Der Atem ist der Schlüssel. Ich habe diesen Satz so oft schon gehört und ich fand den immer doof. Ich dachte, der Atem ist der Schlüssel, der Atem ist der Schlüssel. Was soll denn der Atem der Schlüssel sein? Aber der Atem ist der Schlüssel. Ich kann es dir sagen, nach ganz vielen, egal ob du Sport machst, ob du ekstatische Momente erlebst, ob du Angst hast, ob du dich total gut fühlst, der Atem ist der Schlüssel. Was meine ich damit? Wir bleiben bei dem Irren, kurz vorm Ausbruch. Wenn du es jetzt schaffst, in diesem Moment, deine Atmung zu bemerken. Und die Atmung kannst du auf verschiedene Weisen bemerken. Zum Beispiel, du legst eine Hand auf den Bauch und merkst, wie der Bauch vielleicht sich hebt und senkt. Das ist eine, oder deine Schultern sich leicht anheben und senken. Oder in der Meditation wird eben sehr, sehr häufig auch diese kleine Fläche unter deiner Nase, dort wo der oder deine die Innenseiten deiner Nasenflügel, dort kannst du den Atem eben auch sehr, sehr gut spüren. Und das ist der Schlüssel, hier kommt es wieder, das ist der Schlüssel, um mit dem Türsteher, mit dem Irren Hand in Hand zu gehen. Okay? Das ist die Chance, die Möglichkeit, neue Sachen an dich heranzulassen, ohne dass du gleich deine alten aufgeben musst, aber auch ohne dass du die anderen gleich bekämpfen musst. Weißt du, wie ich das meine? Es ist eben, du kannst dann immer noch sagen, nein, diesen neuen Glaubenssatz oder das, was da gerade von mir an mich herangetragen wird, das möchte ich nicht sein oder das möchte ich nicht in mein System nehmen. Aber anstatt eben dann zu einem Irren zu werden, der bis aufs Blut dich verteidigt, kannst du sagen, hey, alles cool. Ich bin sehr bewusst, ich bin bewusst. Danke für diesen Input von außen. Ich habe ihn für mich geprüft und für mich stimmt er nicht. Und schon kannst du deinen Irren dort lassen, wo er ist, nämlich als ein Teil von dir und der immer da sein wird. Also, verachte ihn nicht oder verabscheue ihn nicht. Also verabscheue vor allen Dingen dich nicht. Wenn solche Momente kommen, wo du eben ausrastest, das ist uncool und das ist häufig auch für die anderen wirklich uncool. Und in vielen Fällen ist in meinen Augen dann auch wirklich eine Entschuldigung angebracht, wenn man gewisse Grenzen übertritt. Aber gleichzeitig, wenn du merkst, dass der Irre ausbricht, ist eben auch eine Grenze von dir überschritten. Und die wahrzunehmen, eben durch die Atmung, durch Meditation und dann dem anderen genauso ruhig zu kommunizieren und zu sagen, hey, danke für dein Angebot. Und du hast es jetzt einmal gesagt, ich brauche es nicht noch dreimal hören. Danke. Und ich sehe die Liebe, mit der du mir das Angebot machst. Das ist jetzt high advanced, aber in so eine Richtung geht das Ganze, okay? In so eine Richtung geht das Ganze. Und sieh den Irren wirklich oder die Irre als dein Freund, deine beste Freundin an, die dich einfach beschützen will. Und gleichzeitig wisse, du bist größer als das. Du bist viel, viel, viel größer. Du bist reines Bewusstsein und du hast die Möglichkeit zu wählen. Du hast die Möglichkeit zu entscheiden. Und ja, das wünsche ich dir, wenn der Irre mal wieder oder die Irre bei dir zu tragen kommt. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, einfach mal hier zuzuhören, was meine Gedanken zu diesem Thema sind. Wünsche dir einen schönen Tag, vielleicht scheint bei dir auch gerade so die Sonne und ja, freue mich, dich in einer anderen Folge wieder begrüßen zu dürfen. Mach's gut, ciao.